Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelkarten-Unboxing hier auf meinem Kanal. Lego Ninjago Trading Card Game Serie 4. Das Extra Pack. Mit drei Boostern, zweimal 30 Kartenhüllen, und zwar einmal mit Kai und einmal mit Jay. Sowie die limitierte Karte LE22 Mega Böse Heavy Metal. Das Ganze für den super Sparpreis von 4,99 am Kiosk. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Die Hüllen, finde ich, sehen diesmal richtig geil aus. Die anderen waren im Vergleich dazu ja fast schon schlicht und langweilig. Aber die hier, die sehen echt richtig cool aus. Schauen wir doch mal. So. Hier mal in der Aufnahme. Richtig nice. Kai mit dem Feuerdrachen. Die Booster ab bei der Gelegenheit. Ja. Derselbe Tesastreifen, mit dem das alles festgemacht ist. So, dann um die Ecke rum. Hier genauso. Die Ecke rum. Und dann haben wir hier noch Jay mit dem Blitzdrachen. Die sehen echt ziemlich geil aus, die Kartenhülle, muss ich schon sagen. So, und dann noch die limitierte Karte. So, und die Pappe kann dann. So, also, zweimal 30 coole Kartenhüllen hier für das Spieldeck. Wenn man das sich da Karten zum Spielen zusammengestellt hat, kann man die hier wunderbar reintun. Dann drei Booster, wie gesagt. Was haben wir denn da? Da hätten wir Maulkorbjäger, wütender Maulkorbjäger, Umrang, Aktionskarte, Fahrzeugkarte, Spinjitzu Cole und Ultra Duell Kai. Spielregel: Ash, Meister des Rauches, Jet Jack, ein Fahrzeug, Coles Powerbohrer, eine Aktion, Jays Spinjitzu Wirbel und Team Meister der Elemente. Booster. Ui. Legacy Zane, Anführer Lloyd, eine Puzzlekarte, noch eine Puzzlekarte und der Blitzdrache. Sehr cool. Eine weitere Drachenkarte hier mit die seltensten Karten, soweit ich weiß. Ja, dass die Ausbeute aus den drei Boostern kann sich doch schon mal sehen lassen. Nicht schlecht, aber Hauptaugenmerk des Ganzen war ja die limitierte Karte hier, Mega Böse Heavy Metal, die LE22, mit den Werten 108, 88, 55 und 100. So, denn Ziel ist es natürlich, alle limitierten Karten zu bekommen, und da gehört auch das dazu. So, das war es im Endeffekt auch schon mit dem Unboxing. Hofft, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich in meinem Kanal unterstützen wollt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Wenn ihr dann auch noch die kleine Glocke aktiviert, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn hier ein neues Video online geht, und verpasst garantiert gar nichts mehr. Ja, dann danke fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.